Ich lese euch heute mein Lieblingskapitel aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt? Von Daniel Henny und Philipp Kovtsche vor. Von der Führung zur Selbstführung. Wer sich mit dem, was er tut, nicht identifizieren kann, läuft Gefahr, sich mit der Faulheit zu infizieren. Würden also die Faulen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen noch fauler? Nein, sie wären erstmal ernüchtert. Das Grundeinkommen bedeutet, dass man nicht mehr muss, was man nicht will. Ist Faulheit also heilbar? Ja. Und wie? Indem man etwas tut, was man will. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Disziplin der Selbstbestimmung. Kinder beherrschen diese Disziplin auf natürliche Weise. Sie würden nie etwas nicht tun, was sie wollen. Und auch den Umkehrschluss beherrschen Kinder. Sie würden nie etwas tun, was sie nicht wollen. Je älter Kinder werden, desto mehr wird ihnen diese Selbstdisziplin abgewöhnt. Sie werden diszipliniert, fremddiszipliniert. Warum eigentlich? Wegen der Besserwisser, wegen Menschen, die meinen, besser zu wissen, was gut für andere ist, wegen der Führer. Doch die einzige in Zukunft legitime Führung ist die Führung zur Selbstführung. Der Kulturwissenschaftler Karl Martin Dietz schreibt dazu: In unserer Zeit der Individualisierung ist der Einzelne in einem früher nicht gekannten Ausmaß für seine Handlungsweisen verantwortlich. Er kann sich immer weniger auf tragfähige Traditionen stützen und muss sein Leben selbst gestalten. Das erfordert den Willen und die Fähigkeiten zur Selbstführung und stellt neue Anforderungen an die Zusammenarbeit von derartig individualisierten Menschen. Wer nicht lernt, sich selbst zu führen, steht in Zukunft auf verlorenem Posten. Und Menschen auf verlorenem Posten brauchen dann tatsächlich Führung. Weil sie sich nicht mehr selbst führen können, wer aber geführt wird, bestimmt nicht die Richtung, er wird abgerichtet. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen werden die Selbstverwahrlosten nicht aufgegeben. Vielmehr wird aufgegeben, sie zu erziehen und umzuerziehen. Es wird aufgegeben, sie zu etwas anderem zu machen, als sie selbst aus sich machen wollen. Sie werden heute abgestempelt, weil sie nicht tun, was wir wollen. Deshalb kümmern wir uns um sie. Nicht, weil wir sie mögen, sondern weil sie uns nicht folgen. Jemanden als hilfsbedürftig zu bezeichnen und zu behandeln, ist die vielversprechendste Art, ihn von dem, was er will, abzuhalten. Die Logik dahinter: Wer meine Hilfe braucht, der muss tun, was ich will. Ich muss ihm nur zeigen, dass er nichts kann, bis er glaubt, dass er nichts kann. Dann kann ich ihm helfen, dann ist er willig, dass ich ihm helfe. Die effizienteste Methode, Menschen hilflos zu machen, spricht ihnen ihre Fähigkeiten ab und führt sie danach an der kurzen Leine. Wer an der kurzen Leine gehalten wird und immer wieder brav belohnt wird, ist am besten zu führen und zu formen. Je abhängiger jemand wird, desto weniger bestimmt er sich selbst. Diese abhängigste Abhängigkeit ist die von der Existenzsicherung. Menschen mit Existenzangst sind am einfachsten manipulierbar. Wir kennen das aus der Folterpraxis. Menschen ihre Selbstdisziplin absprechen, ist feine Folter. Du musst arbeiten, sonst stirbst du, raunen wir heute den Arbeitsunwilligen und Unfähigen ins Ohr. Das ist falsch. Richtig ist, du musst arbeiten, sonst sterben deine Mitmenschen. Wer das versteht, der sorgt sich um das Wohl der anderen, von denen allein sein Wohl abhängt.